Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am späten Mittwochabend bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Brilonwald und Elleringhausen ums Leben gekommen. Der junge Mann war von der B251 kommend in Richtung Ulsberg unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Landstraße 743 abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Feuerwehrleute aus Bruchhausen, Elleringhausen und Ulsberg befreiten den Fahrer aus dem zerstörten Audi. Erst am Vortag war bei Hoppecker ein 20 Jahre alter Golffahrer ums Leben gekommen. Auch er war frontal mit einem Baum kollidiert. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zur Unfallursache.